Jetzt kommt deine Gesundzeit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen. Hallo zusammen, ich darf Sie alle ganz herzlich zu unserem Podcast Deine Gesundheit begrüßen, dem Podcast des Klinikums Essling. Mein Name ist Anja Dietze, ich bin Unternehmenssprecherin am Klinikum Essling und habe heute die große, große Freude, eine Internistin zu Gast zu haben, Frau Dr. Anna Brock. Und wir wollen uns heute zum Thema Long-Covid austauschen. Herzlich willkommen, Frau Brock. Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich aufs Gespräch. Wunderbar. Wir haben Sie jetzt eingeladen, natürlich als Internistin, aber da hätten wir natürlich auch noch viele andere Kolleginnen und Kollegen einladen können, auch hier am Klinikum natürlich. Aber Sie haben sozusagen eine Besonderheit, nämlich Sie sind selbst von Corona betroffen gewesen und haben eine Long-Covid-Erkrankung entwickelt. Und das ist natürlich jetzt ein Anlass für uns, alle Hörerinnen und Hörer mit auf den Weg zu nehmen, uns doch nochmal diesem Thema Long-Covid ein bisschen intensiver zu widmen, auszutauschen und vielleicht auch vielen Angehörigen, Betroffenen einen kleinen Einblick zu geben und eine Unterstützung zu geben. Vielleicht einfach noch mal ganz zu Beginn, Frau Brock, Long-Covid, was ist denn das eigentlich jetzt noch mal genau? Wie kann man das denn definieren? Ja, Long-Covid ist ein ganz großer Sammelbegriff inzwischen, muss man sagen, für alle irgendwo gesundheitlichen Folgezustände, die jemand entwickeln kann, wenn er eine Covid-Infektion durchlaufen hat. Unter dem Begriff Long-Covid wird unglaublich viel an gesundheitlichen Problemen subsumiert. Was derzeit leider häufig noch fehlt und nicht vorgenommen wird, ist eine genaue Differenzierung der unterschiedlichen Subtypen, was absolut notwendig ist, um auch für Patienten die richtigen Therapiestrategien zu entwickeln. Und zum einen muss man natürlich schauen, wie war der ursprüngliche Verlauf der Erkrankung? War es ein intensivpflichtiger Verlauf mit Beatmung oder war es vielleicht nur ein ganz harmloser Schnupfen, den man quasi im Alltag abgemacht hat? Und aus unterschiedlichen Verläufen können sich eben unterschiedliche Folgeerkrankungen entwickeln. Und alles, was sich entwickelt, wird eben zurzeit als Long-Covid bezeichnet. Ich würde gern kurz auf ein paar Subtypen eingehen. Zum Beispiel nach schweren Intensivverläufen mit Beatmung gibt es die Post-Intensive Care-Syndrome, die wir auch von vielen anderen intensivpflichtigen Krankheitsbildern her kennen, wo Menschen in der Rehabilitation wieder gut auf die Beine gestellt werden können, was häufig gesundheitlich ein zäher zeitlicher Verlauf ist, aber doch am Ende häufig einen guten Ausgang hat. Dann gibt es Menschen, die nach intensivpflichtiger oder auch nur ambulant durchgemachter Covid-Infektion Organschäden entwickelt haben. Zum Beispiel eine Myokarditis wäre so ein Klassiker oder auch Lungenprobleme, dass die Atemmuster gestört sind. Diese Patienten profitieren in aller Regel von einer Rehabilitation, wo quasi mit Aktivierung hier wieder oder auch Atemtraining die Probleme behoben werden können. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die aufgrund der Krankheitserlebnisse, ein posttraumatisches Belastungssyndrom entwickeln, dann spielt sicher noch Lockdown und diese Problematiken der Pandemie als solche mit hinein. Menschen, die auch vorher vielleicht schon einfach psychische Probleme hatten, da muss man sehr genau hinschauen und die Patienten auch dann einer entsprechenden Therapie, Stichwort Psychotherapie, zuführen. Und dann gibt's, und um die Gruppe geht's mir eigentlich, die, wenn ich von Post-Covid spreche, meine ich die Menschen, die eine klassisch postvirale Fatigue haben. Da gibt es unterschiedliche Begriffe, auch ME-CFS, myalgische Enzephalomyelitis, ein komplexes Wort, eine Diagnose, die in der neurologischen Kodierung eigentlich beheimatet ist. Und im Grunde geht es bei den Post-Covid-Patienten, Patientinnen um diese postvirale Fatigue. Und da muss man auch wiederum gut schauen, das sind auf den ersten Blick die Patienten, die sagen, sie wollen, aber sie können nicht, wo unsere Routinebefunde in der Hausarztpraxis in der Regel unauffällig sind, die wir so üblicherweise machen und wo man dann nicht so richtig weiß, wie soll man vorgehen mit den Patienten. Und
um die geht es, wenn ich von Post-Covid spreche. Und da gibt es zeitliche Definitionen. Wenn jemand nach einer Infektion die ersten 4 Wochen gehört quasi einfach noch zum normalen erschöpften Krankheitsverlauf. Von Woche 4 bis Woche 12 spricht man per Definition von Long-Covid. Und ab Woche 12 wird es dann Post-Covid. Und Post-Covid, wenn es länger als 6 Monate besteht und bestimmte klinische Kriterien erfüllt, nämlich die kanadischen Konsensuskriterien für ME-CFS, dann kann man die Diagnose ME-CFS vergeben. Mhm. So wäre das Vorgehen quasi oder die Einteilung. Das ist schon mal sehr hilfreich, dass wir jetzt mal gehört haben, dass es gut ist, nicht alles in einen Topf zu schmeißen und dass es da doch große Unterschiede gibt, auch in den Verläufen und in dem, was dann die richtige Antwort ist auf bestimmte Symptome. Bevor wir jetzt uns damit beschäftigen, welche Beschwerden hat man oder wen trifft vielleicht diese Erkrankung stärker als andere, möchte ich doch eigentlich ganz gerne Sie ganz persönlich fragen, Frau Brock. Sie selbst waren an Corona erkrankt. Wissen Sie, wie sich die Erkrankung bei Ihnen, wo Sie sich infiziert haben und was ist denn dann passiert? Ja, das weiß ich tatsächlich sehr genau. Das war jetzt vor knapp 2 Jahren, am 5. Januar nach der Weihnachtspause, ging es bei uns in der Praxis im Alltag drum, wer übernimmt nachher die Pflegeheimvisite. Nach Weihnachtspause war klar, das wird eine größere Visite. Ich konnte es bei mir ganz gut einplanen in den Ablauf der Praxis und bin dann zur Pflegeheimvisite. Ich hatte mich natürlich vorher noch erkundigt, weil damals ja viele Pflegeheime betroffen waren. Gibt es da Covid-Fälle? Wie ist die Lage? Mir wurde versichert, dass Covid nicht nachgewiesen sei, das Heim wäre Covid-frei. Ich habe mich natürlich trotzdem entsprechend die Schutzkleidung angezogen und habe die Visite begonnen. Mir fiel vom ersten Moment an auf, dass viele Bewohner unglaublich schwach waren. Es kam dazu, dass ich ein halbes Jahr vorher aus organisatorischen Gründen nicht im Heim war und zunächst natürlich davon ausging, von einem zum nächsten Bewohner, klar, sie sind ein halbes Jahr älter, da geht es den älteren Menschen ja auch manchmal schlechter. Bis dann doch bei eingehender Untersuchung, weil eigentlich sehr viele in einem sehr schlechten Zustand waren, mir klar war, dass da was nicht stimmen kann. Und tatsächlich hat dann eine daraufhin veranlasste Testung ergeben, dass sehr viele Bewohner hochpositiv waren. Es war damals auch ein tragischer Verlauf im Grund, weil viele tatsächlich einige Wochen später nicht mehr da waren und genau, und ich war eigentlich ganz optimistisch. Ich war ja schon das ganze Jahr als Ärztin in der Hausarztpraxis vielen Positiven auch gegenüber gesessen und war nie infiziert worden, hatte mich geschützt. Aber jetzt bei dem Pflegeheim muss man einfach sagen, es ging bei mir dann im Grunde 24 Stunden später los. Am 6. Januar, wir haben Kuchen gegessen und ich hatte plötzlich schneidende Oberbauchschmerzen wie noch nie im Leben. Habe irgendwie gedacht, ich verfalle in der Moment, habe es noch geschafft, mich ins Schlafzimmer zu schleppen auf allen Vieren und habe nur bis Mitternacht geschlafen. Die ganze Familie war irritiert, was mit mir los ist, ich auch. Dann ging es wieder 24 Stunden so einigermaßen. Ich habe mir auch da noch nicht mehr dabei gedacht. Und dann kamen Fieber und ganz rasch, ich bin dann natürlich zur Testung gegangen, PCR-Abstrich am Wochenende. Und noch bevor das Testergebnis kam, hatte ich einen kompletten Geruchs- und Geschmacksverlust, Hochfieber, Zeichen der Hirnhautreizung. Ich konnte mich nicht mehr nach vorne beugen. Und dann war es im Grunde vollkommen klar, was ich habe. Der Test hat es dann nur noch bestätigt. Ja, ich hatte dann eine akute Infektion, Hochfieber. Logischerweise, man zieht die Familie ja dann auch mit. Das blieb nicht aus. Mann und Kinder waren auch krank. Wir haben das zu Hause durchgestanden. Ich war schon sehr krank, die Kinder waren eigentlich nur mäßig bis gar nicht betroffen. Mein Mann hat es auch sehr erwischt. Akut hatten wir eher um ihn, auch als Männer hatten ja auch mehr intensivpflichtige Verläufe. Eigentlich um ihn mehr Sorgen mit Sättigungsabfällen bis 80. Und, aber ihm ging es dann nach 2 Wochen eigentlich kontinuierlich besser und aufwärts. Ich war nach 2 Wochen auch so, dass ich eigentlich dachte, na ja, noch ein bisschen und dann wird es wieder. War in der 3. Woche dann schon wieder unterwegs und schon noch geschwächt und abgeschlagen, aber dachte, das wird wieder. Mhm. Und plötzlich habe ich in der 4. Woche gemerkt, dass ich nichts mehr kapiere. Ich wollte einen Kuchen backen und habe im Rezept
das Wort Eier gelesen und ich wusste nicht mehr, was Eier sind. Ich habe hilflos in der Küche rumgeschaut. Ich hatte plötzlich, sobald ich mich hingestellt habe, Herzrasen bis 150, bis 160. Ich hatte Muskelschwäche, dass ich teilweise unsere Treppe nicht mehr laufen konnte. Ich hatte immer wieder mehrere Stunden wie so gelähmte Zustände, dass ich mich nicht bewegen konnte, nur die Augen bewegen konnte, den Arm nicht zur Wasserflasche ausstrecken konnte, bei noch so brennendem Durst. Also vollkommen, mir war klar, da spielt sich was ab, was ich überhaupt nicht kenne. Vollkommen fremdbestimmt und wirklich erschütternd war dieser delirartige Zustand neurokognitiv. Ich habe nicht mehr teilweise nachdenken müssen, wie unsere Kinder heißen und war vollkommen neben der Spur. Obwohl es Ihnen ja dann schon ein bisschen besser ging eigentlich, gab es dann diesen Abfall und Sie als Internistin und ja auch schon mit Corona beschäftigt, waren ja eigentlich nicht ganz unvorbereitet, fachlich auch, aber das hat Sie dann doch selber schon nochmal beschäftigt, was da jetzt mit Ihnen passiert? Ja, also es hat mich natürlich beschäftigt. Ich habe dann für mich so ein bisschen versucht zu überlegen, was passiert da? Blutdruck entgleist nach oben, die Herzfrequenz entgleist nach oben. Ich hatte Sättigungsabfälle immer wieder, mehrfach täglich bis 80 auf einmal. Diese was heißt das vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Sättigungsabfälle ist Sauerstoffsättigung? Genau, der Sauerstoffgehalt im Blut, den kann man messen mit so einem kleinen Fingerclip oder auch viele Smartwatches messen das inzwischen. Das heißt, ich habe das doppelt gemessen mit der Apple Watch und auch mit dem Pulsoximeter. Das ist so ein ganz harmloser Fingerclip. Ja, also 95 aufwärts wäre mal gut. So ein Ziel. Und wenn das immer wieder abfällt, dann heißt das, da stimmt was nicht. An der Durchblutung, an der Regulation, am Sauerstoffgehalt, an der Lunge. Ja, also mir war relativ rasch klar. Ich habe dann überlegt, was könnte das sein? So viel ich eben mit meinem Covid-Hirn und Covid-Nebel, Brain Fog heißt es oft so salopp. Und es ist tatsächlich so, man hat wie eine Milchglasscheibe vorm Kopf. Man kann nicht mehr denken. Es fallen einem die einfachsten Begriffe nicht mehr ein. Man sieht Zahlenkombinationen 5 plus 7 und es dämmert einem, dass man wissen müsste, was da rauskommt und man kriegt es aber nicht auf die Reihe. Man kann auf banales Wissen nicht mehr zugreifen, als wäre da einfach der Zugriff verwehrt. Ja, ich habe dann für mich so ein bisschen überlegt, das fühlt sich an wie Antikörper gegen Adrenorezeptoren, das sind Stressrezeptoren, so habe ich mich gefühlt. Ich wusste damals noch überhaupt nicht, dass man die tatsächlich bestimmen kann und dass die bei dem Krankheitsbild eine Rolle spielen. Das war nur meine Interpretation dessen, was ich gespürt habe. Im Nachhinein war sie gar nicht so schlecht. Ja, und ich meine, man weiß natürlich als Arzt, dass es postvirale Zustände gibt, dass die auch mit neurokognitiven Symptomen, Neuroinflammation einhergehen können. Deshalb war ich auch zuerst jetzt gar nicht so geschockt, sondern habe aufgrund der Herzbeschwerden, war ich bei der Kardiologin, die das abgeklärt hat. Da war dann auch so Mutmaßung auf eine Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung. Und dann war mir klar, gut, ich habe jetzt so einen postviralen Zustand. Das dauert, wir wissen alle nicht, wie lange. Ich habe dann auch akzeptiert, dass ich eben noch nicht wieder arbeiten kann, nachdem ich in der dritten Woche eigentlich schon fast wieder am Arbeitsbeginn war. Ab der vierten war das dann vorbei und wusste, ich muss der Sache Zeit geben, habe versucht, das zu akzeptieren, habe es auch akzeptiert und habe den Zustand eben viele Wochen dann durchgestanden, gespürt, dass da was Fulminantes in meinem Körper vorgeht, aber habe mich nicht groß gesorgt, sondern dachte, das wird schon wieder. Und nach 3 Monaten habe ich dann plötzlich gemerkt, war wie so ein Switch im Immunsystem. Ab da wurde es jeden Tag ein bisschen besser. Ich konnte wieder langsam anfangen, spazieren zu gehen. Das Herzrasen wurde ein bisschen weniger. Der Blutdruck war nicht mehr so entgleist. Der Nebel im Kopf wurde langsam klarer. Ich konnte wieder besser denken. Noch nicht gut, also vollkommen noch beeinträchtigtes Kurzzeitgedächtnis. Multitasking war schwierig, wenn ich am PC was gemacht habe, ein Kind mich was gefragt hatte, dann war das zweierlei gleichzeitig kaum möglich, was früher überhaupt kein Thema war. Ja, und habe dann im Grunde noch mal 2 Monate gebraucht, wo ich langsam wieder angefangen habe zu arbeiten, um wieder reinzukommen. Und nach 5 Monaten ging es mir dann so weit eigentlich wieder, dass ich dachte, ja, das ist soweit ausgestanden. Wieder genau. Die alte. Ja, die alte. Und ich hatte dann eben tatsächlich die Besonderheit vom Verlauf her, dass ich nach 6 Monaten damals entsprechend der STIKO-Empfehlungen habe impfen lassen. Auch ganz klar, weil ich wollte auf keinen Fall dieses Abenteuer nochmal durchleben mit Post-Covid. Ich hatte wirklich Respekt vor der Infektion. Und ich muss auch dazu sagen, ich war sonst immer
für Infekte absolut unanfällig, eigentlich immer gesund, fit, keine Vorerkrankungen, keinerlei kardiovaskuläre Risikofaktoren, sportlich, bin viel laufen gegangen, also eigentlich keine Risikoperson. Ja, und bei mir war dann eben die Sondersituation, die man inzwischen weiß, es gibt es auch, die Impfung kann das bei Menschen auslösen, so einen postviralen Zustand oder Long-Covid-artige Beschwerden. Und bei mir hat dann auf die Impfung quasi das Ganze nochmal erneut und tatsächlich noch stärker seinen Lauf genommen. Mhm. Und dann auch am Ende dazu geführt, dass ich versucht habe, wirklich mir mit medizinischer Hilfe da wieder rauszukommen. Mhm. Weil das, was nach Infektion funktioniert hat, es wird von alleine nach der Impfung leider nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Auch nach Monaten nicht. Mhm. Also dann haben Sie die Impfung gehabt. Nach den 6 Monaten haben sich durch eigene Schonung und durch einfach auch sich Zeit geben aus dem ersten Loch und Tief sozusagen herausgefunden. Und dann sind Sie nochmal richtig in ein zweites, noch tieferes gefallen, wenn man das vielleicht so sagen kann. Wie kann man sich den Zustand denn dann vorstellen? Was war denn da nochmal tiefer als beim ersten Verlauf? Ja, es waren letztlich die ähnlichen Dinge wie beim ersten: Herzrasen, Blutdruckentgleisung, Brain Fog, Gedächtnisstörungen, Muskelschwäche bis hin wieder zu so gelähmten Erscheinungen. Und bei der Impfreaktion hatte ich zusätzlich eben auch Hautläsionen, wie so Art Neurodermitis-artige Hauterscheinungen. Ich hatte Durchblutungsstörungen, im Fachjargon heißt es Renault-Symptomatik, weiße Finger, weiße Zehen, immer wieder, mehrfach täglich. Durch Blutungsstörungen, auch wieder die Sättigungsabfälle. Und diese Dinge waren eben erstmals nach der Impfung aufgetreten. Die gibt es aber auch nach Covid. Also vom Mechanismus her, so wie sich das momentan wissenschaftlich darstellt, scheint der immunologische Trigger eben das auslösen zu können. Und am Ende, nach Infektion, tritt es sehr viel häufiger auf als nach Impfung. Aber es gibt es eben auch auf die Impfung. Und bei mir war es eben so. Ja, und ich habe natürlich nach der Impfung dann auch gedacht, das wird schon, was man einmal schafft, schafft man auch ein zweites Mal. Leider war das dann eben nicht so, sondern es wurde über die Monate immer schlechter. Am Ende hat wirklich die kleinste körperliche Belastung zu einer weiteren Verschlechterung geführt, was typisch ist für diesen Post-Covid-ME-CFS-Typ, dass nämlich auf kleine körperliche Belastungen, wenn man sie macht, danach eine körperliche Verschlechterung eintritt. An das Fachwort wäre Post-Exertional Malaise oder PEM abgekürzt und wäre auch diagnostisch das klassische Merkmal, um eben ME-CFS, postvirale Fatigue, auch gegen andere Krankheitsbilder, wie zum Beispiel eine depressive Episode, abzugrenzen. Ganz typisch, Patienten mit einer Depression verbessern häufig ihren körperlichen Zustand, wenn sie sich aktivieren, wenn sie ein bisschen laufen gehen oder Sport machen. Und bei einer postviralen Fatigue tritt genau das Gegenteil an. Wenn man sich ein bisschen versucht zu belasten, geht es einem danach noch schlechter. Und ich habe natürlich, wie ich bin, immer wieder bin ich da auf die Nase gefallen, habe versucht zu arbeiten noch, habe versucht wieder spazieren zu gehen und es wurde kontinuierlich schlechter. Und jetzt ziemlich genau vor einem Jahr, Anfang Dezember, war ich endgültig aus dem Berufsleben raus. Ich lag eigentlich 24 Stunden reglos auf dem Sofa. Es gab viele Tage, wo ich es kaum geschafft habe, mich vom Sofa zur Toilette zu schleppen und wirklich auf Wohnzimmerboden liegen blieb und zusammenbrach. Und keiner wusste, was eigentlich los ist. Und hat ja auch was sehr Beängstigendes dann, wenn man sich gar nicht mehr regen kann und so das Gefühl hat, die kleinste Anstrengung, selbst aufs Klo gehen oder zur Wasserflasche greifen, hatten Sie vorher gesagt, ist schon zu viel. Das kann man sich ja fast so vorstellen, als wäre man gelähmt in seinem Körper, oder gibt es eine bessere Beschreibung? Ja, gelähmt im Körper trifft es ganz gut. Ich habe immer gesagt, es fühlt sich an wie einfach Versagen des eigenen Körpers oder nichts. Also es wird ja häufig, der Begriff ist ja chronisches Müdigkeitssyndrom. Ich finde diesen Begriff unglaublich unglücklich, weil müde, es hat nichts mit müde zu tun. Müde, welcher Arzt oder wer kennt es nicht, dass man mal müde ist nach der durchzechten Nacht oder nach einem Nachtdienst. Das ist kognitiv müde, da möchte man schlafen. Der Zustand bei einer postviralen Fatigue ist komplettes körperliches Versagen bei
vollkommen erhaltenem Drang, was zu tun und dem Willen, was zu tun. Und man spürt wirklich, der Körper schafft es nicht mehr. Da gibt es natürlich unterschiedliche Schweregrade. Es gibt Menschen, die schaffen noch einen Berufsalltag aufrechtzuerhalten, indem sie sonst jegliche Freizeitaktivität fallen lassen. Ich hatte diesen Zustand letzten Herbst. Ich war noch arbeiten in der Praxis, kam aber heim, habe oft nicht mehr geschafft, die Kraft gehabt, körperlich die Schuhe auszuziehen, bin mit Schuhen auf unser Sofa geglitten und lag bis zum Abend reglos auf dem Sofa, aber war dann wieder zum nächsten Morgen so regeneriert, dass ich arbeiten konnte, weil ich einfach gerne arbeite und man hält sich ja auch wie so ein Ertrinkender an die letzte Planke, habe ich mich noch ans Arbeiten gehalten, weil ich noch meine Berechtigung und ich liebe meinen Job einfach. Und dann war das eben letzten Dezember endgültig vorbei. Ich konnte wirklich nicht mehr, hatte ab dann auch eine AU und also eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und es gibt da alle Schweregrade und die ganz, ganz schwer Betroffenen, die liegen, weil je sämtliche Reize auch, ob körperlich oder auch geistig zu viel sind, in abgedunkelten Räumen mit Gehörschutz, Geräuschschutz und können sich nicht mehr bewegen. Es geht dahin, dass Menschen wirklich nur noch mit einem Zeigefinger aufs Bett klopfen, quasi Zeichensprache machen können mit Angehörigen, die sie pflegen und sonst Wochen, Monate, Jahre reglos daliegen mit diesem Krankheitsbild. Sie sind ja jetzt schon fast so ein bisschen ein Gesicht, eine Stimme geworden für diese Erkrankung. Mhm. Sie haben schon auch im Fernsehen Interviews gegeben und wenn man mit Ihnen redet, dann spürt man auch, dass Ihnen das wirklich am Herzen liegt, auch darüber aufzuklären. Und Sie haben auch viel Kontakt zu Betroffenen, mit denen Sie im Austausch stehen, die Sie besucht haben, die Sie kennen. Und da ist es jetzt ja wirklich schon ein sehr, sehr schwerer Verlauf, wenn man wirklich nur noch da liegt und sich kaum mehr regen kann. Was können diese Menschen denn dann noch tun? Oder was kann man für die Menschen tun? Naja gut, man muss klar sagen, dass es keine evidenzbasierten Therapien derzeit gibt. Das ist eine Tatsache. Daher wird in der Regel nicht behandelt. Es gäbe aber natürlich schon etliche plausible Therapieansätze. Ich habe das große Glück gehabt, die verfolgen zu können, habe die bei mir umgesetzt. Das ging in vielen Ebenen. Bei Autoimmunität habe ich eine Immunadsorption gemacht. Das wurde mit Steroiden behandelt. Und ich habe auch viel über die funktionelle Medizin mich eingearbeitet, weil auch da Schlüssel zum Verständnis der Erkrankung liegen. Es wird die Durchblutung betroffen sein. Autoimmunität spielt eine Rolle, mitochondriale Funktion. Es gibt viele Ansätze, die man auch therapeutisch angehen könnte, wenn wir Studien hätten. Für diese Studien fehlt leider Geld und Zeit. Bisher hat man leider bei ME-CFS Jahrzehnte die Forschung nicht vorangebracht. So schwere Fälle, wie ich es gerade beschrieben habe, gibt es in Deutschland ca. 250 bis 300.000 bereits vor der Pandemie. Sind ähnliche Zahlen, wie es MS-Betroffene gibt. Multiple Sklerose ist natürlich ganz anders in den Köpfen im Fokus, vorhanden. Ja, und auch ich muss tatsächlich sagen, ich habe im Studium eigentlich immer aufgepasst. ME-CFS, das Krankheitsbild, ist mir da nie begegnet. Auch in der Facharztweiterbildung kannte ich es nicht. Ich kannte es tatsächlich nicht, bis es mich selber zerbröselt hat, sage ich jetzt mal salopp. Ja. Und das war für mich auch der Grund, mich so in die Öffentlichkeit zu begeben, nachdem ich nach Monaten Ringen um eigene Gesundheit gemerkt habe, was da wirklich für eine Not an Betroffenen in unserer Welt existiert, die wir Ärzte, und ich bin immer offen gewesen, auch für neue Krankheitsbilder, wirklich an mir vorbeigingen. Und ich einfach weiß, dass es vielen Kollegen gar nicht aus mangelndem Interesse oder so, sondern man kennt es einfach nicht. Mhm. Und ich habe so ein bisschen die Einstellung, betroffene Ärzte sind ja oder Ärztinnen sind ja die, die im Grund immer Dinge voranbringen, weil sie dann doch die Möglichkeiten dazu haben. Und das war für mich der Grund, da an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich einfach so beide Seiten verstehe. Ich verstehe Kollegen, die mit Arbeit bis über beide Ohren quasi keine Zeit und Kraft haben für ein neues Krankheitsbild, das noch dazu unbequem ist. Man kann den Patienten schlecht mit evidenzbasierten Therapien helfen oder gar nicht im Moment. Man hat auch das Krankheitsbild noch nicht richtig verstanden. Und gleichzeitig eben die Not erfahren habe, sich schwerst krank zu fühlen,
als psychisch stigmatisiert abgestempelt zu werden und gleichzeitig absolut zu spüren, es ist kein primär psychisches Thema. Ich habe mich der Sache auch gestellt. Ich habe mir ein ausgiebiges psychologisches Gutachten erstellen lassen. Das Ergebnis war keinerlei Anhalt für eine psychische oder psychosomatische Entstehung oder mit Aufrechterhaltung des Krankheitsgeschehens. Also ich habe mich auch der psychischen Diskussion tatsächlich gestellt. Mhm. Und ich weiß eben, wie viele Betroffene da liegen. Und ich denke, wir können nur über Aufklärungsarbeit dahin kommen, dass man den Betroffenen hilft. Und dann auch versuchen, dass viele, die jetzt eben mit Covid, Post-Covid, vielleicht Wochen, Monate noch nicht richtig die Alten sind, dass man die vor einer Chronifizierung schützt, mhm. indem da betroffene Hausärzte einfach die Basics kennen und umsetzen, nämlich dass frühe Belastung und Überlastung zu einer Verschlechterung führt. Mhm. Und hierbei ist Pacing die wichtigste Therapiestrategie. Pacing bedeutet, dass Betroffene immer nur so viel an Aktivitäten machen sollen, dass es danach nicht zu einer Verschlechterung kommt. Das hört sich ganz einfach an, kann im Einzelfall sehr, sehr schwierig sein. Das kann alle Graduierungen haben, die Dosierung zu finden. Dann, jemand, der noch relativ milde betroffen ist, der muss halt vielleicht auf Sport verzichten oder nur spazieren gehen. Bei schwer Betroffenen kann das sein, dass sie das Zähneputzen noch schaffen, aber das Duschen nicht mehr, um am nächsten Tag keine Verschlechterung zu haben. Mhm. Und da muss man eben gut schauen. Und wenn man das aber einhält, nie über die Belastungsgrenze zu gehen, hat man in der Regel gute Aussichten, dass man über die Wochen, Monate sich stabilisiert und da herauskommt. Und da knüpfe ich nochmal zum Anfang unseres Gesprächs an, dass eben ganz wichtig ist, dass man früh erkennt, liegt so eine Post-Exertional Malaise vor. Diesen Subtyp an Post-Covid, nämlich die postvirale Fatigue, damit herausfiltert und diese Betroffenen eben nicht in eine aktivierende Reha schickt, sondern versucht, ganz, ganz langsam zu stabilisieren. Was natürlich nicht heißt, dass man nichts mehr machen soll. Man hat ja auch den Drang, so viel wie möglich zu tun. Aber sich diszipliniert, da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten mit Pulsfrequenzkontrolle. Das wird dann schon wieder speziell. Das, denke ich, führen wir jetzt hier nicht aus. Aber das wäre das Wichtigste, dass Schonung am Anfang die Chronifizierung vermeidet. Und das wäre für mich mal der erste Schritt. Und wenn man drin hängt, wird die Zukunft zeigen, was gibt es für medikamentöse Ansätze, die man einsetzen kann, um Betroffenen zurück ins Erwerbsleben zu helfen. Mhm. Ja. Ich bin zutiefst beeindruckt, liebe Frau Brock, wie engagiert Sie sind, wie engagiert Sie bei dem Thema sind. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir mit dem Interview und mit den vielen Hinweisen, die Sie gegeben haben, den Betroffenen, den Angehörigen, den Interessierten eine Unterstützung geben konnten und vielleicht der ein oder dem anderen auch Hoffnungsschimmer geben konnten, dass es vielleicht schon eine Lösung gibt, auch wenn die Betroffenen zum Teil wirklich sehr schwere Verläufe haben. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, danke. Mir tut es immer gut, wenn ich zur Aufklärung beitragen kann, weil ich es einfach so, so wichtig finde und hoffe, dass möglichst viele von diesen Folgezuständen vermieden werden können oder eingedämmt werden können. Denn postvirale Erkrankungen gibt es, seit es die Menschheit gibt, nach Pest, Pocken, Cholera 1918. Und ich denke, heute hätten wir die Möglichkeiten, das wissenschaftlich aufzuarbeiten, was zum Beispiel nach der spanischen Grippe 1918 noch nicht möglich war. Wir hätten heute auch Medikamente, wo man den Menschen vielleicht schneller wieder ins Leben helfen könnte. Und dazu bräuchte es einfach Studien und evidenzbasierte Medizin. Und da hoffe ich sehr, dass die Politik noch sehr viel tun wird, damit man da den Menschen einfach helfen kann. Wie bei allen anderen Krankheitsbildern, wir das ja in der Regel heutzutage ganz gut können. Dann drücken wir uns da allen die Daumen, weil, so wie Sie mir auch im Vorgespräch gesagt haben, diese Erkrankung kann wirklich jeden treffen, egal wie fit man auch davor war. Man ist keiner davon gefeit. Von dem her drücke ich uns allen da die Daumen, dass es da zu großer Unterstützung und zu weiterer Forschung kommt, um möglichst diese Verläufe nicht mehr so gravierend werden zu lassen. Vielen Dank. Ja, danke. Wiederhören. Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.